Das ist das Drawn Together House, in dem 8 verschiedene Zeichentrickfiguren aus den entferntesten Ecken der animierten Galaxis zusammenleben werden. Und das Ganze vor 1 Million Kameras. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Und heute geht's ran, dass wir uns eine Villa basteln, und zwar die Drawn Together Villa. Vielleicht kennst du diese verrückte Serie. Ich gucke sie derzeit wieder eigentlich relativ gern. Auf Comedy Central läuft das Ganze. Und ich würde mal sagen, Blöcke in die Hand und auf geht's heute mit einer Villa. Unsere schöne Villa brauchen wir heute einfach mal ein bisschen glatten Sandstein. Davon nochmal die Stufen wie Treppen, dann holen wir uns geschnittene Sandsteinblöcke raus und davon dann auch nochmal die Stufenversion. Dann holen wir uns ein paar Mauern raus, dann holen wir uns ein paar gute Steinstufen raus, hellgrauer Beton und gelber Beton. Zuerst beginnen wir wie immer mit unserem Grundriss vom Häuschen, das heißt, wir nehmen erstmal unseren glatten Sandstein. Ich setze mir erstmal einen Block hin, davor setze ich mir noch einen zweiten und gehe mal zur Seite weg. Das heißt, ich setze mir jetzt hier vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke einfach mal hier vorne hin. Dann gehen wir hier zur Seite einmal nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4 Blöcke ran. Und hier ganz hinten bei dem gehen wir wieder einmal zur Seite weg und setzen da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Blöcke dann einfach zur Seite noch einmal weg. Dann wollen wir einmal nach hinten gehen. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Blöcke einfach mal nach hinten weg. Insgesamt haben wir dann hier 13 Blöcke. So, dann wollen wir natürlich auch noch einmal zur Seite gehen. Da brauchen wir jetzt aber nicht ziehen. Da könnt ihr es einfach mal zur Seite lang ziehen. Und zwar guckt ihr dann einfach auf der Vorderseite, wie weit ihr es da habt. Und dann macht es eigentlich nicht weiter. So, dann gehen wir nochmal 1, 2, 3 Blöcke nach hinten weg und können das eigentlich genauso, wie wir es vorne haben, auf die Länge ziehen. Aber wir zählen mal lieber, also dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann 8, ne? So wie wir es vorne hatten. So, hier auf der Rückseite brauchen wir keinen Block noch nach hinten gehen, da lassen wir das Ganze so. Ja, dann haben wir schon mal erstmal so den größten Teil des Grundrisses fertig und können das Ganze jetzt auf eine Höhe von insgesamt, würde ich mal sagen, 5 Blöcke ziehen. Oh, 5 Stück, da ziehen wir hier einmal lang. Sobald wir das Ganze auf 5 Blöcke hochgesetzt haben, wollen wir das Ganze wieder ein bisschen erhöhen. Und zwar nicht komplett, sondern nur Teile davon. Wir fangen hier auf der Vorderseite einfach mal an. Und zwar hier vorne ziehe ich mir jetzt einfach mal so einen Kasten hier einfach mal so hin. So, ich sag mal, verbinde mir hier die Vorder- und Rückseite einmal mit der Seite. Oh, mache ich mal auf der anderen Seite genauso. Denn dieses Teil hier wollen wir ein bisschen höher setzen, als, sag ich mal, der andere Bereich ist. Und zwar haben wir das ja hier auf eine Höhe von insgesamt 5. Und darauf setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Also 12 weitere Blöcke setzen wir da einfach mal rauf. Sobald wir das hochgezogen haben, können wir jetzt uns ein paar Stufen nehmen und hier oben drauf nochmal eine weitere Reihe da einfach mal langziehen. Und sobald wir die Stufen halt drauf haben, können wir jetzt schon mal hier das Dach einmal reinsetzen. Und da nehmen wir einfach unsere grauen Betonblöcke und füllen das einfach mal hier oben so ein bisschen aus. Und sobald wir das denn hier natürlich oben einmal ausgefüllt haben, geht es weiter, dass wir jetzt hier einmal auf die rechte Seite von unserem Häuschen fliegen und nochmal unseren Sandstein einmal rausnehmen. Und zwar fangen wir jetzt mal auf der Rückseite an und setzen hier drauf noch einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 weitere Blöcke einfach mal hier hin. So, auf der anderen Seite können wir das auch mal langziehen und zack, nicht so weit, sondern hier lassen wir jetzt eine Reihe einfach mal so überstehen und können hier dann auch nochmal die 11 Blöcke langziehen. Sobald wir dann hier natürlich auch die 11 Blöcke haben, können wir jetzt hier auf der Vorderseite, würde ich mal sagen, 3 Blöcke Platz lassen. Und dann machen wir hier den Rest einfach auf eine 5er Höhe insgesamt. Können wir mal gucken, wir haben hier dann hier 3, 4 und 5. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch nochmal die 5 Blöcke machen. Sobald wir das haben, können wir hier vorne die eine Reihe auch nochmal um eine weitere Blockreihe erhöhen einfach mal. So, dass wir natürlich hier vorne 3 Blöcke auf der Länge haben, auf eine 2er Höhe. Und danach kommen die dann hier schon auf einer 5er Höhe. So, jetzt wollen wir das Ganze auch noch ein bisschen verfeinern. Das heißt einfach mal, ich setze mir hier einfach mal so ein bisschen wie so eine Treppe hier das Ganze einmal nach oben. Mache ich mir auf der anderen Seite auch nochmal. Zack, wunderbar. Danach können wir eigentlich hier schon mal so einen kleinen Boden reinsetzen. Nehme ich auch nochmal einfach den Sandstein und mache mir hier einfach mal 2 Ebenen dann nochmal mit diesem Sandstein hier mal rein. Danach können wir, würde ich mal sagen, mal unsere Treppen nehmen und hier vorne einfach mal 3 Treppen ranmachen. Die können wir auch gleich dann einmal hier zur anderen Seite ziehen. Zack, wunderbar, dann haben wir schon mal hier unsere Treppen. Und dann sehen wir ja, was hier noch so ein bisschen offen ist. Dann nehmen wir einfach mal unsere Sandsteinblöcke und ziehen hier nochmal so eine Reihe lang. So, sobald wir das haben, nehmen wir jetzt wieder unsere Stufen und können hier oben drauf, wie wir das, sag ich mal, jetzt schon da haben, einfach denn hier die Stufen einmal an der Seite platzieren und natürlich hier einmal auf der Vorderseite. Auf der Rückseite würde ich das einfach offen lassen, weil hier bauen wir ja noch weiteren Hauskomplex ran. So, das heißt, denn jetzt nehmen wir wieder unseren
ja, grauen Beton und können hier die Fläche wie immer einmal ausfüllen. Und sobald wir dann natürlich hier oben einmal das Dach ausgefüllt haben, wollen wir auch gleich noch ein paar Fenster reinbauen. Und zwar nehmen wir mal unsere Treppen und gucken mal so ein bisschen, sage ich mal, hier auf der Höhe, wo wir jetzt das hier haben. Also da sollten wir unten so zwei Blöcke haben. Und dann lasse ich mir einfach hinter dieser ersten Treppe einen Block frei und dann mache ich mir so ein Viererfenster rein. Lasse mir zwei Blöcke frei und schlag mir hier nochmal so ein Viererfenster rein. Sollten perfekt dann noch einen Block hier haben. Und dann machen wir die Fenster ganz einfach hier mit vier Treppen, die wir einfach so, sage ich mal, im Kreis hier einmal formieren. Und dann haben wir die Fenster schon fertig. Machen es natürlich dann nochmal hier auf der anderen Seite, kommen dann auch die zwei Fenster noch rein. Einfach hier mit den Treppen. Schwupp, haben wir schon das erste und das zweite. Ja, sobald wir die Fenster soweit haben, wollen wir natürlich noch auf dieser Seite welche machen. Lassen wir einfach an der Seite hier zwei Treppen Platz und dann schlagen wir uns hier das Ganze einmal weg. Ich würde mal sagen, das machen wir halt so auf eine Dreierhöhe. Auf der anderen Seite genauso, zwei Blöcke hier Platz lassen und das Fenster hier auf eine Dreierhöhe machen. So, was jetzt, sage ich mal, an der Seite noch so ein bisschen offen ist, dann nehmt ihr einfach ein bisschen eure Sandsteine und könnt das hier einmal so ein bisschen zuziehen. Das Glas und so machen wir ja alles noch im Nachhinein rein. So, den Boden können wir ja auch ruhig machen. Wunderbar. Okay, dann haben wir hier die Fenster schon mal fertig und können jetzt anfangen. Ich würde mal sagen, wir nehmen nochmal den glatten Sandsteinblock und fliegen mal auf die Vorderseite. Denn hier wollen wir noch so eine kleine Mauer uns mal setzen. Und zwar einfach auf der Vorderseite hier, auf der rechten Seite, setze ich mir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke einfach mal hin. Auf der anderen Seite mache ich mir nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hin. Gehe da dann nochmal zur Seite und setze noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir dann hier 7. Und dann können wir hier nach hinten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ransetzen und haben hier auch nochmal 7. Sobald wir das Ganze haben, können wir mal kurz unsere Steinstufen nehmen. Und dann würde ich mir hier einfach so, ja, einfach ein paar Steinstufen hier vorne einmal platzieren. Ich würde das jetzt nicht so weit machen. Einfach jetzt hier würde ich mal sagen, von diesem Fünfer machen wir einfach nur 4 Blöcke davon mit den Steinstufen. Den Rest kannst du dir, sag ich mal, dann auch gerne noch mit so Steinblöcken, sag ich mal, am Boden machen, ne, bis zu deiner Straße oder halt zu deiner Auffahrt, ne, und dann sieht das Ganze doch auch schon schick aus. Ja, wir wollen das Ganze jetzt natürlich noch mehr verfeinern. Das heißt, wir nehmen jetzt mal unsere, ja, glatten Sandsteinstufen nochmal zur Hand. Und zwar fangen wir wo am besten an? Ich würde mal sagen, wir fliegen einfach mal auf die Rückseite. Da ist es, glaube ich, am einfachsten, da anzufangen. Also, wir nehmen unsere Stufen. Ich setze mir jetzt hier hinten einfach mal eine Stufenreihe rauf. Davor setze ich mir einfach nochmal eine weitere Stufenreihe. Die können wir dann hier komplett einmal zack bis nach vorne ziehen und lassen das hier mal zwei Blöcke überstehen. So, die zwei Blöcke oder zwei Stufenschichten können wir dann auch noch einmal hier zur anderen Seite einmal rüberziehen. Wunderbar. Und können das denn hier, würde ich mal sagen, einmal komplett hier auf dieser Ebene, die wir hier haben, einmal langziehen. Obwohl halt, ich würde mal sagen, die erste Stufenreihe, die ziehen wir nur so weit, wie wir, sage ich mal, unseren Sandstein hier haben. Aber die zweite, die können wir hier komplett einmal bis zur anderen Seite ziehen. Lassen dann etwa hier eine Blockreihe noch so Platz. Dann können wir die Stufenreihe einmal nach vorne ziehen, soweit wir, sag ich mal, jetzt hier diesen Fünfer haben. Also sollten wir das Ganze hier so beim fünften hier so anhalten und können das dann hier wieder zur anderen Seite ziehen. Und dann würde ich mal sagen, dass wir einfach mal einen Abstand von einem Block, sag ich mal, jetzt hier drüben haben. Ja, und dann können wir das einmal hier so lang ziehen. Schwebt hier alles noch ein bisschen in der Luft, das wollen wir auch gleich mal ändern. Nehmen dann mal unsere Sandsteinmauern zur Hand. Und dann würde ich das Ganze hier ein bisschen abstützen, einfach mal mit den Mauern. Ich mache jetzt hier einfach mal zwei Mauern hin. Und auf der anderen Seite hier, hier bei der Mauer, mache ich mir auch nochmal eine weitere hin. Ja, dann hält das Ganze schon mal und fällt einfach nicht so runter. So, weiter geht's jetzt, dass wir nochmal unsere geschnittenen Sandsteinblöcke nehmen. Die wollen wir jetzt einmal dahinter einfach mal ran platzieren. So, hier einmal komplett, auch hier bis zu der Hauswand setzen wir die einfach mal ran. Und sobald wir die Blöcke dann einmal ringsherum platziert haben, können wir jetzt, würde ich mal sagen, hier auf der einen Seite unsere geschnittenen Stufen einmal nehmen, die so ein bisschen, sag ich mal, jetzt hier so überstehen. Danach könnt ihr die Stufen einfach komplett hier einmal drauf platzieren und auch nochmal hier zur Rückseite einmal so lang ziehen. So, danach nehmen wir immer noch die geschnittenen Stufen und können die hier einmal unten, sag ich mal, bei einem halben Block hier einmal noch so mal zuziehen. Und dann haben wir das auch schon mal abgeschlossen. Sieht dann am Ende unten so erstmal aus. Jetzt haben wir erstmal unseren ganzen Sandstein verbaut. Weiter geht's jetzt mit unserem gelben Beton. Und zwar fangen wir jetzt hier auf der Seite zuerst an. Und zwar würde ich einfach mal jetzt hier mir einfach mal meinen gelben Beton einfach mal hier ransetzen. Den können wir dann hier auch einmal zack zur anderen Seite ziehen und dann auch hier wieder einmal zu unserer Hauswand setzen. Den Beton wollen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 6 Blöcke setzen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Blöcke hoch. Ist halt ein Block höher, als wir das jetzt hier haben. Ne? Falls einer nicht zählen möchte, muss er nur gucken, dass das Ganze einmal übersteht. Und können das Ganze dann hier einfach mal zu jeder Seite zuziehen.
Sobald wir das dann natürlich hier einmal zugezogen haben, können wir jetzt hier auf der Seite schon so einen kleinen Vorbau machen fürs Dach, dass wir jetzt einfach mal an der Seite einen Block hier Platz lassen, setzen hier eine weitere Blockschicht drauf und danach lassen wir immer zwei Blöcke einfach mal an den Seiten Platz und ziehen hier wieder die Reihe lang. Dann wieder zwei Blöcke Platz lassen und haben zum Schluss oben auch nochmal zwei. Sobald wir das dann haben, lassen wir das erstmal in Ruhe und gehen mal auf die andere Seite. Hier wollen wir erstmal den Grundriss uns wieder einmal langziehen. Das heißt, wir nehmen mal unseren gelben Beton und setzen jetzt hier auf der Vorderseite einfach mal so schräg davon einfach mal den ersten Block an. Den ziehen wir jetzt einmal zur Seite und da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18 Blöcke setzen wir jetzt erstmal so zur Seite einmal weg. Dann wollen wir das Ganze noch einmal nach hinten ziehen. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Blöcke. Insgesamt sind es dann 25 Blöcke hier einmal auf der Seite hin. Danach brauchen wir eigentlich wieder nicht zählen. Können das Ganze hier einfach mal auf der Rückseite genauso lang ziehen, wie wir es hier vorne haben. Und um zu gucken, ob alles richtig ist, kannst du gerne auch nochmal hier die Seite miteinander verbinden. Ne? Als nächstes wollen wir das Ganze wie immer einmal hochsetzen. Das hat jetzt hier eine Höhe von 6 Blöcke. Das heißt, wir setzen noch 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke rauf, sodass wir hier dann 6 Blöcke haben. Das wollen wir wie immer einmal hier langziehen. Haben wir dann das Ganze hochgezogen, wollen wir das Ganze jetzt wieder ein bisschen höher setzen, aber nicht komplett. Und zwar auf der Rückseite wollen wir uns so eine kleine Terrasse oder halt so einen Balkon uns basteln. Das heißt, wir lassen einfach hier hinten 3 Blöcke Platz und können hier dann einfach nochmal 4 weitere Blöcke hier hinsetzen. Die ziehen wir natürlich dann auch hier wieder einmal rüber und können das Ganze auch wieder zur anderen Seite ziehen. Sobald wir das dann natürlich auch hier wieder hochgezogen auf 4 weitere Blöcke, wollen wir jetzt dazu kommen, dass wir uns den Vorbau machen fürs Dach. Ich habe es mir schon mal auf einer Seite schon mal vorgezeichnet, damit ich weiß, wie das ging. So, ja, wir machen das ganz easy und zwar fangen wir einfach auf dieser Seite an, lassen den ersten Block Platz, setzen uns hier eine Reihe hin, können hier bis zur anderen Seite ziehen. Darauf setzen wir gleich eine zweite Reihe, lassen aber diesmal jetzt hier vorne 2 Blöcke Platz. Dann lassen wir wieder 2 Blöcke Platz, gehen zur anderen Seite, lassen diesmal aber nur 1 Block Platz, lassen dann 2 Blöcke Platz, gehen zur anderen Seite, lassen 2 Blöcke Platz, 2 Blöcke Platz lassen wieder und dann sollten wir oben noch 4 haben. So, eigentlich ganz einfach. Ne? So, ich bleibe hier nochmal kurz stehen, kann man sich kurz anhalten, wenn man möchte, ne, um sich hier mal ein Foto zu machen. Dann machen wir das nochmal auf der anderen Seite mit dem Bau einfach mal komplett gleich, ne, dass wir hier, sag ich mal, insgesamt 4 Zweier haben, oben in der Mitte einen Vierer und auf der anderen Seite geht es dann hier nochmal 2 runter, dass wir hier nur einen haben. Sobald wir das dann natürlich haben, wollen wir hier noch den Balkon ein bisschen fertig machen. Das heißt, wir nehmen nochmal ein bisschen hellgrauen Beton und können hier einfach nochmal den Boden hier einmal reinziehen damit. So, wunderbar. Und sobald wir das haben, können wir jetzt hier noch auf der Rückseite so eine kleine Mauer machen. Einfach mal den gelben Beton nehmen. Wir lassen einfach den hier so auf der Rückseite hier hinten auf der rechten Seite einfach mal eine Blockreihe Platz. Und setzen uns dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke einfach mal hin. Das machen wir mal, würde ich einfach mal sagen, auf eine Vierer Höhe. Und dann können wir hier, zack, hier einfach mal so einen kleinen Rahmen ziehen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt zuziehen. Denn da wollen wir jetzt, sage ich mal, immer mit so einem Zweier Abstand hier nochmal 3 weitere Löcher machen. Und dann ist die Mauer hier auch schon fertig. Nun geht es weiter, dass wir das Haus natürlich noch ein bisschen wieder verfeinern. Das heißt, wir holen uns mal ein paar abgezogene Fichtenholzblöcke raus, die ohne Rinde und Baumringe, also Jahresringe sind. Dann holen wir uns noch ein bisschen Schwarzeichenholz raus. Davon nochmal die Tür, die Treppen, Stufen, Falltüren holen wir uns dabei. Dann einfach mal ein paar Knöpfe. Ich empfehle heute mal die Steinknöpfe. Und als Glas für unsere Villa einfach mal ein bisschen türkises Glas. Kannst auch gerne hellblaues Glas nehmen, was dir halt immer so ein bisschen besser gefällt. Zuallererst würde ich mal anfangen, dass wir uns die Tür unten reinbasteln. Da lassen wir einfach mal auf der Seite so 2 Blöcke Platz. Ja, können wir einfach hier so gucken. Dann haben wir hier in der Mitte natürlich eine Vierer Fläche. Die machen wir uns auch auf eine Vierer Höhe. Einfach mal hier so hin. Unten setze ich mir mal meine Schwarzeichenholzblöcke hin. An den Seiten kommen natürlich meine Baumstämme einfach mal hin. Und darüber setze ich mir einfach irgendwie die Treppen und kann mir da dann gleich meine Türen reinsetzen. Wer möchte, kann sich jetzt auch gleich schon eine Klingel hier vorne einmal hinbasteln und dann haben wir schon mal die Eingangstür. So, jetzt geht's weiter, bevor wir mit den ganzen Fenstern beginnen, dass wir uns erstmal das Dach raufsetzen. Und zwar haben wir ja 2 Teile, die noch offen sind. Ja, welches machen wir zuerst? Ich würde mal sagen, das Größere kommt zuerst dran. Da beginnen wir einfach mal an der Seite, dass wir jetzt erstmal die Treppen verwenden. Und die Treppen setzen wir jedes Mal dahin, wo wir, sage ich mal, hier so einen kleinen Übergang haben.
Hier oben in der Mitte ist ganz klar Treppen, die, sage ich mal, Rücken an Rücken sind. Und dann geht es hier auch wieder runter, dass wir hier die Treppen einfach mal so zack, zack, hier über einmal platzieren können. Die können wir auch gern schon mal nach hinten ziehen. Sobald wir unsere Treppen natürlich auch einmal auf die Rückseite hier langgezogen haben, können wir die natürlich auch einmal überstehen lassen. Sparen wir uns im Nachhinein, das noch überall zu machen. Also am besten gleich einmal überstehen lassen. So, weiter geht es natürlich mit unseren Stufen. Hier an den Seiten platzieren wir die einmal so schräg davon. Ansonsten setzen wir die jeweils immer hier genau vor den Treppen einmal hin und können das Ganze dann auch hier wie immer einmal nach hinten setzen. Sobald wir natürlich unsere Stufen einmal darauf platziert haben, wollen wir das Ganze wie immer noch verfeinern. Das heißt einfach, wir nehmen immer noch unsere Stufen und setzen jeweils hier immer unter einer Stufe einfach noch eine weitere Stufe hier einfach mal hin, bis wir dann natürlich auf der anderen Seite einmal ankommen. Und dann wollen wir das Ganze immer noch ein bisschen verfeinern. Und zwar nehmen wir mal unsere Falltüren, und zwar hier an der Seite. Das wäre ein bisschen dick, wenn wir hier, sag ich mal, Stufe auf Stufe machen. Ne, das weiß ich nicht, das ist ein bisschen zu dick. Von daher empfehle ich da einfach mal die Falltüren uns da einfach mal raufzusetzen. Und das durch dieses bisschen, was da, sag ich mal, denn hier an die Treppe anstößt, wirkt das Ganze doch ein bisschen stabiler. Und dann machen wir das einfach mal hier mal zur Rückseite. Und wenn wir auf der Rückseite angekommen sind, können wir auch hier einmal die Stufen unterplatzieren. Wirkt immer ein bisschen stabiler. Und können natürlich auch hier hinten auf der Seite, dürfen wir nicht vergessen, hier haben wir dann auch nochmal ein paar Stufen, dann einfach hier auch nochmal die Falltüren rauf und dann passt das Ganze. Ja, und sobald wir dann natürlich das Dach fertig haben, wollen wir uns gleich hier mit diesem widmen. Hier machen wir eigentlich genau das gleiche Prinzip, dass wir erst natürlich hier bei jedem Übergang uns einfach mal eine Treppe einmal hinsetzen und die auch gleich einmal zur Hauswand ziehen. Und natürlich, ich sage es gleich schon, jetzt hier im Vorderrhein, dass wir die Treppen natürlich dann auch einmal überstehen lassen. Ne? Dann sparen wir uns immer im Nachhinein nur Arbeit. Und sobald wir hier wieder unsere Treppen einmal platziert haben, können wir gleich wieder die Stufen nehmen. Diesmal, zack, setzen wir die, würde ich mal sagen, einfach genau auf unsere Treppenhöhe hin. Das wirkt da ein bisschen besser aus. Und das machen wir einfach überall. Einfach hier die Stufen hin. Ne? Das machen wir hier auch. Und ganz oben setzen wir auch einfach mal zwei Stufen hin. Sobald wir natürlich unsere Stufen hier wie immer einmal platziert haben, wollen wir es an der Seite immer noch stabiler machen. Das heißt, auch hier wieder unter jeder Stufe setzen wir einfach wieder eine Stufe hin. So, und dann haben wir das Dach hier auch schon fertig. Wir sind nun soweit, unsere Fenster in unsere Villa uns einmal zu platzieren. Wir fangen auf der Vorderseite an, erstmal hier mit diesem Komplex. Da lassen wir einfach mal an der Seite drei Blöcke Platz, schlagen ein 3x3 Fenster einfach mal rein. Das hat eigentlich so fast jedes Fenster hier immer so das Maß. Dann lassen wir insgesamt 5 Blöcke einmal Platz. Ja, am besten nochmal gucken, hier 5 Blöcke. Und dann kommt hier wieder so ein 3x3 Fenster einfach mal rein. Dann lassen wir 3 Blöcke Platz. Und dann kommt hier wieder ein 3x3 Fenster rein. Und dann sollten wir hier noch perfekt 3 Blöcke haben. Unsere Fenster sind eigentlich immer gleich aufgebaut, dass wir Stufen unten wie oben einmal hier nochmal platzieren. Ich glaube, das muss ich denn kaum noch sagen. Ne? Ich denke mal, bei so vielen Fenstern, die wir uns jetzt hier reinbasteln, ne, sind Stufen unten wie oben halt Pflicht. So, dann haben wir das hier schon mal auf der Vorderseite fertig. Jetzt biegen wir einmal ab. Hier zu dieser Seite. Da wollen wir einfach mal, würde ich mal sagen, auf der Rückseite hier zwei Blöcke Platz lassen, schlagen zwei Blöcke weg. Das Ganze machen wir auf insgesamt 4er Höhe. Und das wird, sage ich mal, hinten so ein kleiner Ausgang, ne, so eine Tür, die man sich so basteln kann. Auch da nehmen wir dann einfach mal unsere Stufen. So, dann haben wir die Seite schon so gut wie fertig. Wir könnten hier oben noch was zu sagen, und zwar, dass ihr hier eigentlich gar nichts mehr machen müsst. Die sind eigentlich fertig. Da könntet ihr eigentlich hier schon eigentlich die Glasblöcke einmal reinsetzen. Das wollte ich schon gleich mal sagen, ne? Wenn wir hier schon auf der Seite sind, können wir hier oben die Fenster auch damit schon mal abschließen. Die haben wir ja schon im Nachhinein, also hatten wir ja schon in Vorderreihen schon freigehauen. So, jetzt wollen wir auf der Rückseite uns natürlich auch noch ein paar Fenster machen. Wir fangen erstmal unten an. Wir fangen am besten hier auf der linken Seite an. Wir lassen uns einfach mal zwei Blöcke Platz, schlagen uns hier wieder so ein 3x3 Fenster rein. Dann lassen wir uns immer 4 Blöcke einfach mal Platz, kommt wieder so ein Fenster einfach mal rein. Und dann immer wieder 4 Blöcke einfach mal Platz lassen. Dann hauen wir hier wieder ein Fenster rein und sollten perfekt denn hier wieder 4 Blöcke haben. So, natürlich noch unsere Stufen einmal reinsetzen. Und sobald wir das dann getan haben, wollen wir auch gleich hier oben noch ein paar Fenster uns reinziehen. Dann lassen wir einfach mal unten hier zwei Betonblöcke Platz. An der Seite lasse ich mir zwei Blöcke Platz. Und dann kommt hier wieder mein 3x3 Fenster rein. Dann lasse ich mir zwei Blöcke Platz, hau mir wieder so ein 3x3 Fenster rein. Und sollte hier auch noch zwei Blöcke haben. So, dann machen wir natürlich hier auch wieder unsere Stufen rein. Und wollen uns dann gleich so ein Fenster nochmal auf der anderen Seite reinhauen. Einfach hier auf die andere Seite fliegen. Wir lassen uns hier zwei Blöcke Platz und zwei Blöcke Platz. Und dann schlagen wir hier auch wieder so ein 3x3 Fenster rein. So, Stufen natürlich dann auch wieder einmal reinsetzen. Und wenn wir das soweit haben, kommen wir jetzt schon dazu, dass wir jetzt hier die Mitte uns einmal freihauen. Da schlagen wir wirklich ein paar Blöcke weg. Hier würde ich mal sagen, an der Ecke insgesamt halt zwei Blöcke hier auf der Seite. Und dann können wir das hier zur anderen Seite ziehen, sodass wir hier auch noch zwei Blöcke haben. Dann kannst du diesen Bereich, sag ich mal, komplett freihauen bis nach oben hin, wo wir uns dann nur noch einen Block, sag ich mal, hier oben noch lassen. So,
Dann können wir diesen Bereich hier komplett einmal ausnudeln. Und was man natürlich hier auf der Vorderseite machen kann, machen wir dann nochmal auf der Rückseite. Da beginnen wir am besten einmal unten, dass wir, sag ich mal, hier, zack, jetzt auf der Seite, sag ich mal, nur noch den einen Block hier an der Hauswand lassen. Die zwei davor können wir weghauen. Und dann schlagen wir das Ganze hier zur anderen Hauswand, sodass wir hier noch zwei Blöcke haben. Dann können wir das Ganze einmal bis nach oben weghauen, dass wir oben nur noch insgesamt vier Blöcke haben. So, und dann können wir auch diesen Bereich hier einmal wieder komplett ausnudeln. So, wenn wir das ausgenudelt haben, nehmen wir uns nochmal einen glatten Sandsteinblock. Und zwar, wir gucken hier so ein bisschen von unseren Stufenschichten. Gleich danach hier die erste Blockreihe, da können wir dann einfach hier mal so eine Sandsteinstrebe uns hier einmal reinsetzen. Und sobald wir das haben, ist das Fenster an sich erstmal so abgeschlossen. Das lassen wir erstmal so. Da setzen wir keine Stufen oder sowas rein. Das ist erstmal so offen. Wir befinden uns ja immer noch gerade auf der Rückseite. Das heißt, wir fangen jetzt hier einfach mal an, uns alles auch frei zu hauen. Zuerst beginnen wir hier unten einmal mit einem schönen Eingang. Da lasse ich jetzt, würde ich mal sagen, einfach auf beiden Seiten hier zwei Blöcke Platz. Mache das Ganze hier auf eine 4er Höhe und 3er Breite. Und man kann sie natürlich auch dann gleich die Stufen sich hier einmal platzieren. So, dann gehe ich hier einmal schräg hin. Wir können hier so von der Strebe so ein bisschen gucken. Und da würde ich einfach mal sagen, dass ich mir hier zwei Blöcke weghaue. Das Ganze mir auf eine 3er Höhe bastel. Und auch hier wieder meine Stufen einmal reinsetze. Dann biege ich hier einmal ab auf unserem Balkon. Und da kann ich eigentlich mir immer zwei Blöcke dazwischen Platz lassen. Dann schlage ich mir hier zwei Blöcke weg. So, zwei frei, zwei da lassen, zwei frei, zwei da lassen, zwei frei. Und sollten noch hier zwei haben. Hier an den Seiten, die Zweier, mache ich mir auf eine 4er Höhe insgesamt. Mache ich mal erstmal zuerst hier die auf eine 4er Höhe. Und die anderen hier werden Fenster. Die mache ich mir dann nur auf eine 3er Höhe. Und auch hier bei denen können wir dann einfach wieder unsere Stufen reinsetzen. So, dann haben wir das schon mal und wollen hier gleich unten auch nochmal was reinsetzen. Da lassen wir einfach auf der Seite hier auch wieder zwei Blöcke Platz. Schlagen uns mal drei Blöcke weg. Das Ganze machen wir hier wieder auf eine 4er Höhe insgesamt. Hier unten können wir gerne Blöcke reinsetzen. Ich habe mir jetzt, sag ich mal, hier hinten ja, sag ich mal, so ein kleines Basketball-Spielfeld gemacht, wie man das auch immer in den Folgen sah. Da habe ich mir das hier um eine Stufe noch erhöht, von daher nehme ich da einfach mal einen Block. Falls du sowas natürlich nicht machst, dann kannst du dir auch gerne auf dem Boden einfach Stufen machen. Da muss man halt immer gucken, wie man sich denn die Drawing Together wieder noch hinten gestalten will, mit so einem Baseballplatz oder sowas, ne? Oder Basketballplatz, Entschuldigung, Basketballplatz meine ich, ne? Das, wenn man sich hier noch sowas hinbasteln will. So, daneben lassen wir, würde ich mal sagen, drei Blöcke Platz und schlagen uns hier nochmal fünf Blöcke insgesamt weg. Und das machen wir auch auf denn eine 3er Höhe einfach mal hier. Und dann haben wir das auf der Seite auch fertig und können uns jetzt eigentlich mit dieser schönen großen Seite noch ein bisschen befassen. So, da würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal am besten hier auf der Vorderseite an. Wir lassen uns einfach mal drei Blöcke Platz, schlagen uns drei Blöcke weg. Das machen wir immer auch auf eine gleich eine, so eine Dreierfläche hier einfach mal frei. Dann wieder drei Blöcke Platz lassen, wieder unser Fenster einmal reinhauen, dann wieder drei Blöcke Platz lassen und nochmal so ein Fenster rein. Ich würde mal sagen, drei Fenster reichen völlig aus. Die würde ich nochmal einmal darüber mir setzen. Das heißt, ich lasse mir da einfach mal zwei Blöcke Platz und schlage mir hier gleich wieder nochmal so ein 3x3 Fenster rein. So. Wunderbar, bis wir dann auch hier wieder die drei Fenster haben. So, dann können wir hier wieder unsere Stufen einmal reinsetzen. Wunderbar. So, dann haben wir natürlich das wieder ausgewählt mit den Stufen und bleiben noch auf einer Seite übrig, und zwar hier die Vorderseite. Wir fangen wieder einfach mal hier unten auf der Seite an. Wir lassen uns zwei Blöcke diesmal Platz, schlagen uns wieder so ein 3x3 Fenster einfach mal rein. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz und nochmal so ein 3x3 Fenster einfach mal hier reinhauen. Darüber wollen wir auch wieder ein paar Fenster machen. Wir lassen wieder zwei Blöcke Platz und schlagen hier dann statt ein 3x3 Fenster einfach jetzt ein 3x4 Fenster rein. Lassen dazwischen nochmal zwei Blöcke Platz und das Ganze können wir hier insgesamt dreimal machen. So, einmal noch zwei Blöcke Platz lassen und unser schönes großes Fenster hier rein. Schick. So, dann können wir hier wieder unsere Stufen einmal platzieren. So, und sobald wir natürlich hier unsere Stufen einmal gesetzt haben, bleibt uns nur eins übrig, und zwar unser Glas. So, die Glasblöcke verwenden wir eigentlich für alles, wo wir Treppen und Stufen verwendet haben für unsere Fenster. Und die Glasscheiben nehmen wir eigentlich nur hier für unseren mittleren Komplex, wo wir, sag ich mal, hier das so ein bisschen freigehauen haben. Das sieht natürlich ein bisschen besser aus, wenn wir da einfach denn die Glasscheiben uns hier einmal platzieren. Habe ich mir das mal ausgefüllt hier mit den Glasscheiben. Sieht doch gut aus. Und das machen wir dann natürlich auch auf der Rückseite mit den Glasscheiben. So, Rückseite auch nochmal mit den Scheiben einmal ausgefüllt. Und dann bleiben natürlich nur noch die Blöcke übrig. Die wollen wir dann hier natürlich einmal innen drin überall platzieren. Ist natürlich ein bisschen einfach. Wir haben ja Stufen und Treppen. Das heißt, ihr könnt auch gleich hier zack an der Stufe mal ansetzen. Ja, da haben wir jetzt nur natürlich ein bisschen Arbeit vor uns, ne, das hier alles noch ein bisschen auszufüllen. Man kann auch gleich, wenn man, sag ich mal, sich die Villa nicht einrichten möchte, auch noch ein paar, ja, Blöcke sie einfach mal raussuchen, um das Ganze natürlich, sag ich mal, hier alles abzudecken.
Ich empfehle jetzt einfach mal für die Villa wieder mal ein bisschen blauen Beton, um sich das Ganze hier ein bisschen zu verkleiden, die Fenster. Nur, dass man hier nicht einfach reingucken kann. Nach getaner Arbeit, wenn man sich die ganzen Fenster natürlich jetzt hier alles verkleidet hat mit dem blauen Beton, sollte das im Endeffekt so aussehen. Jetzt kann man die Villa so lassen, man kann sich natürlich hinten den Garten und alles noch gestalten. Dazu kommen wir natürlich jetzt ein bisschen, und zwar wie man sie, sage ich mal, hier noch ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen Grünzeug an die Seiten basteln kann. Da kannst du natürlich ein paar Blätter nehmen, Gräser und natürlich ein bisschen Zaun, um sich, sage ich mal, auch so kleine Bäumchen hier hinzuzaubern. Würde ich ganz einfach nehmen, einfach hier ein bisschen Fichtenzaun, ein paar Blätter rauf und fertig. Wir haben meistens immer, sag ich mal, von jedem Fenster immer irgendwie eine Mitte. Ne, zum Beispiel haben wir eine Fünfermitte, können wir in der Mitte ein Bäumchen machen. Hier haben wir eine Dreiermitte, Bäumchen hin. Hier haben wir auch wieder eine Dreiermitte, kannst ja auch wieder ein Bäumchen hin machen. Zum Beispiel jetzt hier auf der Seite, wo du auch, sag ich mal, ein bisschen mehr Platz hast, kannst du dir einfach hier so ein bisschen in der Mitte einfach einen Baum hin machen. Machst du dir vielleicht noch ein paar Blätter hier einfach an der Seite hin, ne, wie du halt möchtest. So ein bisschen. Kann man sich ja verteilen. Genauso ist es auf der Vorderseite. Hier kannst du ja auch natürlich so ein paar Büsche einfach mal hinmachen. Ich würde das immer ein bisschen willkürlich machen. Ich würde jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, dir jetzt ein Muster empfehlen, wie du dir das hier einfach mal bastelst. Einfach immer so ein bisschen, wie es dir halt gefällt. So zeichnest du das hier einfach mal rein. Immer so ein paar Blätter einfach mal dazwischen hin. Oder auch einfach hier so ein paar Büsche. Na, wie du Lust hast. Da kann man sich ein bisschen austoben. Einfach hier welche hin. Auch gerne mit anderen Farben. Ich würde nicht unbedingt doppelte Gräser, sag ich mal, über Fenster machen. Da würde ich dann lieber darunter dann immer ganz normale Gräser mir einmal platzieren. So kann man sich hier so ein bisschen halt austoben. Ja, und so kann man sich austoben, auch hinten den Garten immer so ein bisschen gestalten. Und natürlich auch hier auf den anderen Seiten kannst du dir gerne halt immer noch ein paar Blätter hinsetzen. Kannst du dir auch gerne so einen Mix machen ein bisschen. Und auch ein paar große Blätter hin, ein paar Gräser. Zack und fertig habe ich mir dann das hier schon so leicht dekoriert, kann man sagen. Gut, Vorderseite könnte man auch noch machen. So, wunderbar, habe ich mir vorne noch ein bisschen was platziert. Na, vielleicht setzen wir uns hier auch noch ein bisschen was rein, so einfach so mäßig irgendwelche Blätter. Und dann haben wir die Drawn Together Villa fertig. Wir gehen noch mal kurz auf so ein paar kleine Sachen ein. Bei der Drawn Together Villa sind vorne auch so ein paar rote Bäumchen. Ganz einfach zu basteln jetzt hier mit den neuen Nieterwarzenblock. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Einfach sich das hier ein bisschen anzuschauen. Das reicht schon völlig aus, wenn man sich die basteln möchte. Genauso wie noch mal kurz auf den Garten mal eingegangen. Oder jetzt sage ich mal hier hinten das Ganze. Wie man sich auch hier so ein Baseball... Ach nee, warum will ich immer Baseball sagen? Basketballkorb sich hier einfach zu basteln. Ein paar Mauern, Quarzblöcke hier mit Treppen ein bisschen vermixt. Und dann hast du hier einfach deinen Basketballkorb hier einfach so fertig gebastelt. Ganz easy. Genauso wie hier hinten sich so den Pool so ein bisschen zu machen mit so einem Sprungbrett. Einfach mit Eisenfalltüren und einem Teppich kann man sich das darstellen. Oder vielleicht hier noch so eine Gummiente einfach im Pool. Oder auch hier noch ein Whirlpool. Nimmst ein bisschen Seelensand und dann hast du ja auch einen funktionierenden Whirlpool, wie bei Drawn Together. Und dann kann man hier hinten immer Poolpartys machen. Eigentlich relativ einfach. Wir sind am Ende des Videos wie immer angelangt. Die Villa steht bei uns. Drawn Together kann einziehen und natürlich seine verrückten, ja, Episoden hier weiter drehen in Minecraft. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.